So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Heute stellen wir euch die Top-Spots von Kreta vor und außerdem gibt es noch ein paar Reisetipps. Wir wünschen euch viel Spaß, gönnt euch mal einen Mythos und wir sehen uns gleich. Nicht in den Pool fallen, ey. Du bist frisch geduscht. Yay. Alright. Oh, mein Hut fliegt weg. Eine Sache brauchen wir noch. Bitte schön. Oh. Letzter Tag hier auf Kreta. Deswegen stoßen wir mal an mit einem schönen Mythos. Jammer. So, Leute. Besser kann man, glaube ich, den Kreta-Urlaub nicht enden, als hier in unserer privaten Villa mit dem Mythos Frigenes auch am Start. Schweren Herzens müssen wir den beenden. Ich muss sagen, es ist mir schon lange nicht mehr so schwer gefallen, den Ort zu verlassen. Ist echt schon heftig. Vor allem, weil wir jetzt noch das Abaton testen durften. Einfach nur der Oberknaller. Aber wir kommen jetzt zu den besten Spots hier auf Kreta. Wir haben nämlich einiges erkundet. Falls ihr unsere Videos nicht gesehen habt, könnt ihr einmal hier auf die Playlist draufklicken. Wir haben absolut geile Spots entdeckt und heute zeigen wir euch die Top 5, die Top 6, einfach unsere besten Spots und vor allem Tipps zum Reisen auf Kreta. Dieses Mal habe ich sogar zwei Plätze auf Nummer 1 und der erste ist Matala, das Hippie-Dorf. Oh mein Gott, fangen wir an bei der Musik. Es war alles total relaxed, alle waren super cool drauf und allein die Gemälde, die Gassen, das hatte alles so viel Charme. Die Krönung war noch zum Abschluss, waren wir in einem Restaurant bei einem älteren Mann. Wir hatten typisch griechisches Essen und haben den Tag da genossen und irgendwie war es richtig authentisch. Der ganze Tag hat mich irgendwie so verzaubert. Die Gemälde waren wirklich mein Highlight. Die Leute waren cool drauf. Top. Das Dörfchen allein bietet so viele tolle Möglichkeiten, einfach durch die Gassen zu schlendern und einfach einen ganzen kompletten Tag dort zu verbringen. Natürlich kann man dort auch die Hippie-Höhlen besichtigen, wo die Hippies in den 70er oder 80er Jahren, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall haben sich dort die Hippies angesiedelt und die hatten einfach, glaube ich, den absolut geilsten Campingspot ever. Also wir empfehlen euch auf jeden Fall nach Matala zu reisen. Die Anreise ist natürlich so ein bisschen trickier, wie bei allen Spots hier auf Kreta, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Nummer 2? Nummer 1, 2 würde ich sagen, war für mich Revili, der Palmenstrand. Da war ich schon mal als Kind und die Erinnerungen kamen hoch und es war wirklich ein Traum. Es war so tropisch, voller Palmen. Und als man ankam, haben wir erst gedacht, okay, jetzt ist hier so ein kleines Stück Strand. Der Strand hat uns nicht so überzeugt, aber dann stand da auf einmal Welcome to the Palm Paradise. Irgend so ein Schild und dann sind wir da lang gegangen und irgendwann haben wir nur noch gestaunt. Zigtausend Palmen, es war wirklich traumhaft. Der Weg dahin, muss ich sagen, war dieses Mal zumindest zu den Palmen nicht so schwer, aber zum Strand selber. Okay, Workout done. Ohne Spaß, Leute. Zieht euch auf jeden Fall festes Schuhwerk an. Stella hatte Flipflops angezogen. Aber komm, die Challenge habe ich gemeistert. Hast du gut hingekriegt, ey. Ohne Witz. Also die Wege sind auf jeden Fall steinig. Aber der Weg allein lohnt sich total. Die Bucht ist schön. Es fließt dort nämlich ein Fluss aus dem Gebirge ins Meer hinein. Und einfach dieser Anblick ist sowas von traumhaft und idyllisch. Und wir haben sogar nachgefragt, der Palmgarten ist tatsächlich natürlich gepflanzt. Also er ist nicht irgendwie künstlich angepflanzt worden. Falls ihr da andere Infos zu habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Kann natürlich sein, dass wir irgendwelche Fake News hier verbreiten. Aber das sind die Infos, die wir bekommen haben. Es ist einfach unfassbar schön. Und der Platz landet auf jeden Fall auf Platz 2 von Stella oder 1 und 2. Das ist beides Platz 1. Und ich muss sagen, als wir ankamen, waren wir beide wirklich platt, weil es steil bergab ging, affenheiß war. Und dann sind wir in diesen Fluss gesprungen und der ist noch mal 10 Grad kälter als das Meer. Und das war so eine Abkühlung. Ab dem Moment war ich komplett verzaubert. Okay, kommen wir zu meinen Favoriten. Und mein absolutes Highlight war der Strand von Elafonisi. Leute, das ist die absolute Karibik auf Kreta.
einfach nur ein Highlight. Wir haben weißen Sand, wir haben pinken Sand, der schön pink schimmert. Dann haben wir ein türkisfarbenes Wasser. Man kann sich das gar nicht vorstellen, also dass sowas überhaupt im Mittelmeer existiert. Einfach nur traumhaft und idyllisch. Und ich muss sagen, die Drohnenaufnahmen waren der absolute Burner. Einfach nur majestätisch, wie die ganzen Sandbänke verlaufen. Man sieht die Buchten, man sieht das Wasser. Man kann ungefähr 800 Meter reinlaufen. Und das Wasser reicht einem nur bis zu den Knien. Wir hatten einen wunderschönen Tag dort verbracht. Und vor allem hatten wir tatsächlich auch noch das Glück, dass echt nicht viele Touristen dort waren. Denn ich glaube, im Hochsommer kann es dort schon echt ein bisschen überlaufen sein. Aber trotzdem landet Elafonisi ganz weit oben auf meiner Highlight-Liste. Und ein kleiner Tipp von uns, es lohnt sich auf jeden Fall länger zu bleiben, denn je niedriger die Sonne steht, desto mehr kommen diese pastelligen Farben zum Vorschein. Ich hatte den Sand dann in der Hand und der schien immer pinker zu werden. Also aufgrund des Lichts war es einfach nur wow. Genau. Wir haben zu den ganzen Highlights natürlich auch noch separate Videos gedreht, die findet ihr in der Playlist, wie schon gesagt. Könnt ihr einfach oben draufklicken oder in der Infobox, dort findet ihr unsere kompletten Kreta-Videos. So Leute, und wenn ihr schon mal auf Kreta seid, nutzt die Chance und die Gelegenheit, mit der Fähre nach Santorini rüberzufahren. Wir wissen, es ist ein bisschen teuer, aber ein Tipp haben wir für euch, und zwar fahren auch Fähren von Rethymnon aus. Das liegt mittig hier auf Kreta und von dort aus fahren die Fähren momentan nur alle 2 Tage. aber dafür sind die Fähren auch viel, viel günstiger. Ihr müsst natürlich dafür auch eine längere Fahrzeit einplanen. Die Fähren fahren ungefähr 4 Stunden, aber ihr zahlt dann pro Person 60 Euro ungefähr oder 70 Euro für hin und zurück. Und von Heraklion aus fahren die Speedboat-Fähren. Für die haben wir jetzt 140 Euro pro Person bezahlt für hin und zurück. Also schon natürlich ein Invest. Aber wenn ihr schon mal länger auf Kreta seid, nutzt die Chance und fahrt nach Santorini, denn die Ausblicke dort sind einfach majestätisch. Als wir dann in Ia ankamen, haben uns die Farben komplett verzaubert. Alles ist in Weiß-Blautönen und wir hatten wirklich dort auch eine traumhafte Unterkunft. Patrick und ich haben uns gedacht, komm, wir gönnen uns mal was. YOLO! Hat sich echt gelohnt. Aber es ist so harmonisch von den Farben her. Wirklich traumhaft und wie wenig Leute da einfach nur wohnen. Ne? Wir haben auch gelernt, das Dörfchen nennt sich Ia und nicht Oya. Ja. Aber einfach, es ist einfach nur eine atemberaubende Atmosphäre. Man hat so viele tolle Tavernen dort, die wirklich auch abends relativ günstig Essen servieren. Ja. Zum Teil müsst ihr natürlich auch aufpassen, auch bei den Restaurants. Wir haben für ein Frühstück zum Beispiel 70 Euro bezahlt. Da dachten für wir uns einen so, oh. Kaffee und ein bisschen Joghurt? Ich habe mir gedacht, Patrick, hast du aus Versehen die Rechnung von allen hier im Restaurant bezahlt? Ey, ohne Spaß, Santorini ist super teuer, von den Unterkünften her, von der Anfahrt her, aber es lohnt sich. Wir haben uns gedacht, komm, man lebt nur einmal, wir sind jetzt auf Kreta und warum sollen wir nicht die Gelegenheit nutzen, einfach mal nach Santorini zu fahren, und wir haben keinen Cent bereut, den wir dort ausgegeben haben, oder? No. Das war richtig geil. Oh, geil. Dann waren wir noch in Agios Nikolaos und für einen Städtetrip, Leute. Zieht euch ein T-Shirt an, bedeckt euch die Schultern, packt Sonnencreme ein, festes Schuhwerk und ausreichend zu trinken. Das ist das allererste. Da spricht die Mutti. Nee, da spricht einfach nur jemand, der überleben will, weil wir sind eingegangen. Es ist schon ordentlich heiß, aber das würde ich alles jederzeit wieder in Kauf nehmen, weil es lohnt sich. Das Dörfchen Agios Nikolaos ist wunderschön. Man kann dort einfach an dem Hafen entlang spazieren. Es gibt dort sogar einen kleinen See, wo man irgendwie... Wir haben dort einen alten Herrn gesehen, der dort geangelt hat. Einfach nur idyllisch und total urig griechisch. Und wenn ihr schon mal dort seid, dann könnt ihr diesen Trip wunderbar verbinden, um auf die Insel Spina Longa zu fahren. Wir sind selber nach Elonda gefahren und haben den Ausblick von oben genossen. Das war genauso idyllisch und schön. Wir hatten so ein bisschen Zeitdruck. Deswegen, falls ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die Insel Spina Longa an. Mit einer wirklich düsteren Geschichte, aber einfach auch nur in einer wunderschönen Bucht gelegen. Ein Tipp von uns, wenn ihr Städtetrips macht, nehmt euch ausreichend Zeit mit, setzt euch zwischendurch auch einfach mal in einen Kaffee, trinkt ein kühles Getränk, weil ich glaube, das tut echt zwischendurch gut. Auf jeden Fall. Das haben wir viel zu wenig gemacht. Das stimmt deswegen, wirklich. Deswegen holen wir alles jetzt hier nach. Yes. Und gleich geht's noch zum Abendessen. Yes. Weil wir so wenig gegessen haben hier. Genau. Ja, zum Thema Essen auf Kreta. Also ihr habt hier ein umfangreiches Angebot an Meeresfrüchten, aber auch an Fleischspeisen. Ich muss auch sagen, wir waren jetzt viel außerhalb unterwegs und an Stränden und an Offroad-Beaches. Aber so viel vegetarische und vegane Speisen haben wir jetzt nicht gesehen. Also stellt euch drauf ein, die sind hier echt typisch
traditionell griechisch und die auserwählten Spots vegan und vegetarisch. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit einplanen, um sowas zu finden. Ja, also Patrick hat recht, weil ich bin ja jemand, der wirklich... Nee, ich esse einfach ungern Fleisch. Und ich habe mich dann aber oft dafür für super leckere Kartoffeln entschieden. Dann könnt ihr griechischen Salat ohne Ende essen. Das war auch richtig lecker. Dann hatten wir Dakos. Wie ist das, Dakos? Ja. Das ist so ein geröstetes Brot mit passierten Tomaten und Feta. Wow. Unfassbar lecker. Ja. Also selbst in vielen kleinen Restaurants, in denen wir waren, haben die Einheimischen dann, als wir gesagt haben, ja, fürs Hauptmenü würde ich dann was Vegetarisches nehmen, waren die so witzig, so ältere Männer haben mich dann angeguckt. Was ist vegetarisch? Und dann haben die mir aber so nett, die haben mir richtig viele Speisen gebracht. Also ganz, ganz viel, wie so eine Abgriffe. Ja, so Tapas, ja. Messe, ne, heißt es hier. Genau, da bin ich auf jeden Fall auch satt geworden. Ja, also griechischer Salat und Tzatziki hatten wir hier en masse. Ich glaube, ich habe immer noch eine Knoblauchpfanne und werde die, glaube ich, noch anderthalb Wochen irgendwie mit mir tragen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das wunderschöne traditionelle Essen hier zu probieren. Es ist einfach nur... vorzüglich. Zum Thema, wie kommt man auf der Insel am besten rum? Also wir sind ja eigentlich immer so individuell unterwegs und wir haben uns gedacht, wir mieten uns einen Mietwagen und erkunden die Insel auf individuelle Art. Auch den Mietwagen könnt ihr natürlich über eine Filiale von Der Deutsches Reisebüro buchen. Jetzt kleiner Sponsor hier, aber es ist aber einfach unfassbar guter Service. Man hat eine tolle Versicherung abgeschlossen und man muss sich über keine Sachen mehr Gedanken machen. Und ja, man muss dazu sagen, dass die Straßen schon sehr kurvig sind und sehr bergig. Also gerade wenn ihr auch die Strände Elafonisi, Brevili oder auch das Dörfchen Matala besuchen möchtet, solltet ihr auf jeden Fall keine Scheu haben, Kurven und Berge bergig zu fahren. Ich kann euch sagen, das war das erste, abgesehen davon, wie schön Griechenland ist, an das ich mich erinnert habe. Weil als ich mit 11 hier war, wusste ich noch, wow, wann hört es denn auf? So ging das den ganzen Die kurvigen Straßen. Stella wurde auch schon öfters mal ein bisschen schlecht, du Arme. Ja, aber es ist schon besser geworden. Und vor allen Dingen, auf einmal ist da so was Kleines. Da steht dann da, das ist eine Straße. Aber ich denke mir, okay, aber ist das eine Einbahnstraße? Dann kommt ja einfach mal so ein LKW entgegen. Ja, kann man mal machen. Läuft. Aber die sind da so cool, weil die es halt nicht anders kennen. Die haben dann da so tiefenentspannt mit einer Hand. Und ich dachte mir so, okay, oh Mann, Fahren in Griechenland ist eine total andere Experience. Aber macht das mal mit, dann bekommt ihr auch noch ein paar Abenteuer mit. Vor allem, wenn euch das Navi irgendwie durch so eine Offroad-Piste lenkt, ja, wie bei uns zum Beispiel. Aber es macht unfassbar viel Spaß. Und abgesehen davon, selbst so eine Offroad-Piste ist dann traumhaft, weil dann siehst du so eine Olivenbaumplantage. Überall sind so kleine Ziegen, es hat trotzdem immer total Charme, auch wenn ich zwischendurch so gefangen bin. Schön, denn den Griff fast abgerissen. Griff, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Frage, was nimmt man an Souvenirs mit, wenn man schon mal auf Kreta war? Olivenöl, Honig, Oliven selber, hier gibt es die besten Oliven. Raki, da hat uns der Taxifahrer, also ein Taxifahrer auf Ia gesagt, den muss man jeden Morgen trinken. Genau, den Tipp nehmen wir auf jeden Fall mit nach Hause. Servus gehen raus an alle Arbeitgeber. So ein leckeres Gewürz für Tzatziki, da gab's. Wir waren ja in so einem total kleinen Laden, da haben wir die Leute kennengelernt, super nette. Und da gab es auch ein Gewürz für Tzatziki. Ich dachte, wenn wir hier die ganze Zeit eine Fahne haben, kann das unsere Familie auch. Genau, also auf jeden Fall an Gewürzen könnt ihr euch eindecken, was das Zeug hält. Es gibt hier wirklich gutes Oregano und wir lieben es auch zum Beispiel kulinarisch ein bisschen einzukaufen und uns einfach so später zu Hause so einen griechischen Salat selber nachzubasteln. Und wir haben zum Beispiel Olivenöl direkt vom Farmer gekauft. Das heißt, wenn ihr irgendwie mit dem Mietwagen sowieso unterwegs seid, überall an den Straßenrändern stehen so Schilder, wir verkaufen Raki, wir verkaufen Honig, wir verkaufen Olivenöl. Haltet an, klingelt einfach und dann kriegt ihr einfach das beste Zeug ever. Ich finde es auch irgendwie noch schöner, als wenn man immer nur in so riesen Supermärkte geht, dass man dann auch noch so Locals unterstützt. Das finde ich irgendwie... Finde ich auch. Support the Locals. Jammers. Woppa. Woppa. Wir wurden gefragt, was sind die besten Unterkünfte oder wo lohnt es sich, seine Unterkunft zu buchen? Das überlassen wir euch. Wir müssen sagen, wir waren jetzt im Osten, im Westen und in der Mitte der Insel und ich finde, alle Buchten und alle Hotels hatten irgendwas Wunderschönes zu bieten. Als wir in Rathymnon waren, hatten wir natürlich die stadtnahe Lage. Hier haben wir zum Beispiel die relaxte Oase. Als wir in Heraklion waren, im zweiten Hotel, waren wir einfach
ganz, ganz viele mehr, weil wir einen super, super Zugang hatten zum Meer. Und das hatte auch einen total guten Vorteil. Das hat so Spaß gemacht, schön in die Wellen reinzuschmeißen und einfach die Wellen... Wir haben die Challenge gewonnen. Das müsst ihr abstimmen. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also die beste Ausgangslage ist natürlich, wenn ihr 14 Tage seid, bucht euch eine Unterkunft im Westen und eine im Osten. Dann könnt ihr alles von der Insel erkunden. Denn man muss sagen, wenn man zum Beispiel sehr weit im Osten ist, wie wir jetzt, dann muss man ungefähr 3 bis 4 Stunden einplanen, um zum Beispiel zu den Stränden wie zum Beispiel Elafonisi zu kommen oder zu Previli. Das ist natürlich ein bisschen länger. Deswegen unsere Empfehlung, entweder mittig auf der Insel oder 2 Unterkünfte. Und abschließend müssen wir sagen, Kreta hat uns so, so gut gefallen. Also meine Eltern waren ja auch schon vor kurzem hier und ich glaube, wenn man diese Fotos sieht und das Ganze, das kann man sich gar nicht bildlich vorstellen. Kreta hat so viel Schönes zu bieten und wir hoffen, dass wir euch mit unseren Videos irgendwie begeistern konnten, hier hinzukommen. Wenn ja, schreibt uns gerne einen Kommentar. Falls ihr noch ein paar Tipps habt, schreibt es in die Kommentare oder Fragen. Wir beantworten gerne alles. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Abonniert den Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Reisevideos. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht oder wo es uns hin verschlägt, aber auf jeden Fall nehmen wir euch demnächst wieder mit. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert den Glocke und macht alles, was uns irgendwie supportet. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.